Moin Leute und herzlich willkommen zur, ich glaube, 8. Folge vom Bergmann-Projekt. Ewig ist es her, dass ich hier was aufgenommen habe, deswegen sorry, falls ich nicht mehr alles weiß, ja. Ich weiß, also ich habe mir gerade den Schluss von der letzten Folge nochmal angeguckt, weil es einfach durch das Praktikum jetzt 2 Wochen her, es ist zu lange, ich, keine Ahnung. Wir wollten hier diesen Anhänger abladen, weil sich die Autos da stauen. Aber hier ist, also ich würde es gerne hier oder dahin machen und ich habe mich entschieden, das hier hin das Tor zu legen. Und hier ist ziemlich hohes Gras und das ist ja nicht so toll. Und deswegen kaufen wir uns jetzt, ich glaube, dieses Gerät, was wir uns jetzt kaufen werden, kostet 300 Euro. 200 Euro. Ja, dieses Gerät hier werden wir uns jetzt kaufen, natürlich in Orange. Sieht der hässlich aus, oder? Grün? Nee. Gut, kaufen. Ja, wo ist denn das Ding jetzt? Ist das jetzt im Shop oder was? 220, warum? Achso, wegen der Farbe. Dann gehen wir mal zum Shop und gucken, was da wirklich jetzt liegt. Warte mal, hier ist unser Hof. Da ist der Shop. Besuchen. Ja, liegt da tatsächlich. Das ist doch mal ganz cool. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir das jetzt hier weg? Ich habe jetzt keine Lust, damit hochzulaufen. Jawohl, aus meiner Perspektive geht auch. Kann ich das Ding jetzt benutzen? Hier weg abschalten. Ah, man kann. Okay. Und kann das Ding ehrlich nicht benutzen. Wir haben jetzt hier, ach so, den können wir wieder starten. Ja, okay. Ich würde jetzt gern einmal. Ah, wir haben ja noch den Fendt GT, ne? Eigentlich können wir damit fahren, das dauert auch, glaube ich, noch ewig lange. Oder. Ah, der passt, glaube ich, nicht ans Auto ran. Ja, also entweder fahren wir hier mit. Hinten rein kriegen wir den nicht. Aus dem einfachen Grund, dass wir da ja drin haben. Oder wisst ihr was? Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wie ich das Ding aufgeklappt habe. Mit X. So. Der eine fällt sich fast runter, aber egal. So, gibt Gas, ihr Freundchen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding steuert. Also wirklich keine Ahnung. So, läuft. Das machen wir erstmal zu und dann Spanngurt oder so. Das hält. Gucken mal. Ja, scheint so. Da ist ein Diesel drin? Ja, wann fährt eine Motorsensor denn mit Diesel, Alter? Da muss entweder ein Benzin-Öl-Gemisch rein. Oder nur Benzin. Es gibt mittlerweile beides. So. Bin ich gespannt, wie das Ding funktioniert. Da kann man. Ach, ich wollte schon sagen, da kann man nicht rückwärts gehen. Kann man das nicht irgendwie schwingen oder so?
macht sich ja übel beschissen. Ich kann man leider nicht, aber ist egal. Ich bin jetzt erstmal los hier am Anhänger frei. Und dann da, wo die halt hin sollen. Kann man da auch Faden oder so erneuern? Ich hoffe mal nicht. Ich bin nicht so weit nicht. Nicht ins Beet, wenn es geht. Wenn es irgendwie geht. So, ich denke mal, das reicht. Gehen wir die Seite nochmal lang. Bräuchten wir halt irgendwas zum Aufheben von dem Scheiß, ne? Mann, ist das eine Quatschfolge hier. Diesem ollen Ding. Okay, das legen wir erstmal dahin und jetzt bringen wir die ganzen Säcke da rein. Kriegen wir zum Glück so getragen. Ohne dass sie hoffentlich da festbacken. Ja. Die werden jetzt vielleicht nicht ganz so gut da liegen, aber ist ja eigentlich egal. So. Die echt nicht weiter drauf, ne? Ah doch, recht, man. Kann die tatsächlich so tragen. Wäre ehrlicherweise auch ein bisschen komisch gewesen, wenn nicht, aber gut. So, Spanngurte dran. Das ist nicht animiert, aber ist egal. Wird schon fest sein. Wenn nicht, werden wir es gleich sehen. Wenn die nämlich nicht mehr drauf ist. Kommt keiner, dann können wir rumfahren. Ah, jetzt kommt der letzte. Ja, geht jetzt Gas. So. Oh, da kommt ein Auto, das wir vielleicht nicht überholen jetzt. Rein. Und wo stellen wir uns jetzt hin? Das Auto war ja da drin, ne? Dann stellen wir uns auch direkt wieder hin. Schieben den Anhänger gleich rückwärts rein. Das kriegen wir auch da drinnen noch runtergenommen. Hoffe ich mal. Aber warte, wir nehmen das erste runter. Vielleicht ist das die etwas schlauere Variante. Jetzt ja nicht im Weg liegen, ne? Ja, die Schrott würde ich sagen, wenn die so runterfällt, aber okay. Das Problem ist bei diesem Auto mit dem Einparken, dieses Rückwärtsfahren oder dieses Fahren generell einfach so. Ja, eigentlich fährt er viel zu schnell an. Aber man kriegt es auch langsam hin, wenn man sieht. Ja. Achso. Ich glaube gerade mit Q-Abhänger, wir haben ja hier. Ja, jetzt funktioniert es dann auch. Ob wir noch rauskommen, ohne irgendwas zu haben. Kommen wir nicht. Also wir kommen schon noch raus, aber wir haben was gerammt, deswegen. Wie gesagt, die kommen wir nicht. So. Und dann würde ich sagen, ist damit auch direkt erstmal die Folge beendet, weil. Ja. Ich sag dazu nichts mehr.
Ja, hier die Motorsense. Da machen wir in der nächsten Folge hier so ein bisschen. Och, erst später. Ich muss mal gucken. Aber hier werden wir so ein bisschen die Büsche wegmachen und sowas alles. Weil ich finde, das sieht gar nicht mal so gut aus, obwohl ich merke gerade, wir haben hätten eigentlich einen Rasentrecker oder sowas haben müssen. Weil das meiner Meinung nach einfacher gegangen wäre. Aber gut, müssen wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen. Ich kann hier nochmal so ein Stück beiseite räumen. So an den Rand. Zack. Ja gut, das war's mit der Folge. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.